Rohstoffe, meine Damen und Herren, gehören ja zu der Assetklasse, wo gerade die deutschen Anleger gerne rein investieren. Und dazu gehört natürlich vornehmlich Gold und auch Silber. Herr Dr. Hölze, woran liegt es denn, dass vor allen Dingen der Goldpreis in diesem Jahr so nach oben gelaufen ist? Das hat mehrere Ursachen. Zunächst einmal eine psychologische. Die Preise für Edelmetalle, Gold, Silber und andere auch werden ja an Börsen gebildet, also nach Angebot und Nachfrage. Psychologische Effekte sind es, die Käufer veranlassen zu kaufen und andere veranlassen zu verkaufen. Das heißt, wenn ich viel Nachfrage habe und diejenigen, die das Metall haben, noch der Meinung sind, sie müssten nicht verkaufen, es sei kein guter Zeitpunkt, dann müssen die Gebote nach oben gehen, damit die, die das Metall halten, verkaufsbereit werden. Und aufgrund der Gegebenheiten, immer noch der Krieg in der Ukraine, immer noch jetzt die Sache in Gaza, zwar erst einmal Schockelemente, die den Preis kurzfristig treiben, aber die Unterstützung ist nach wie vor da. Das nächste ist, die ersten Zentralbanken haben schon wieder Zinssenkungen angekündigt oder gar schon vollzogen. Das heißt, das Geld, das, als die Zinsen wieder nach oben gingen, abgewandert ist aus den Metallmärkten, kommt Stück für Stück zurück. Das hauptsächlich zu Gold. Wenn wir dann Silber angucken, das hat weniger mit Anlageaspekten zu tun, das hat mehr damit zu tun, dass die Wirtschaft wieder angelaufen ist nach Corona und Silber insbesondere für Photovoltaik gebraucht wird, für die Photozellen. Und das ist natürlich rund um die Welt ein Thema, Energiewende. Und wenn ich da mehr Metall brauche, dann wird die Nachfrage größer. Und dann müssen die Produzenten ja einfach kaufen, sonst können sie nicht produzieren. Dann stehen die Betriebe still, dann ist auch der Markt nicht gesättigt. Letztendlich wird das bedeuten, dass auf Perspektive auch die Photovoltaikzellen, die Photozellen teurer werden müssen, weil einfach die Rohstoffe, die verarbeitet werden, teurer werden. Sie sprachen es gerade an, Silber ist ja ein Industriemetall, muss man ja ganz klar sagen. Und Sie haben ja gerade die Faktoren auch schon aufgelistet, gerade Photovoltaik, die brauchen enorm viel Silber. Aber dann müsste doch eigentlich die Erholung bei Silber noch stärker ausfallen als bei Gold letztlich. Das war sie ja auch. Wir hatten etwa über 20% Upgrade bei Silber und nur ungefähr 16-17% bei Gold, je nachdem, ob man in Euro oder in US-Dollar rechnet, sollte man auch noch bedenken für die Anleger in der Eurozone. Der Preis in Euro wird ja nicht nur vom Metallpreis gemacht, sondern auch vom Wechselkurs, weil die großen Börsen ja in US-Dollar handeln. Rohstoffe generell ja in Dollar gehandelt, muss man sagen, das ist ja so. Aber wir hören natürlich auch immer wieder, Sie haben das Thema Zentralbanken angesprochen, dass große Länder wie zum Beispiel China enorm viel Gold zugekauft haben. Ist das auch ein Treiber gewesen? Ja, natürlich. Die Privatkäufer, die sind, auch wenn es viele sind, in der Masse relativ gering. Was es macht, sind die großen Nachfrager. Das sind einmal die Zentralbanken. Das sind aber auch ETFs, ETCs, also Papiere, die zwar mit Metall hinterlegt sind, aber die sehr leicht zu handeln sind für größere Anleger, die mit größeren Summen rein und wieder rausgehen, Gewinne mitnehmen. Und die Zentralbanken, nicht nur China, haben Sie angesprochen, aber auch andere haben Metallpositionen, Goldpositionen aufgebaut, um ein Gegengewicht zu Dollar zu bilden. Die haben Dollar, die sie hatten, verwendet, um Metall zu kaufen. Und wenn das in größeren Mengen passiert, dann stützt das natürlich die Preise. Ja, man hört ja immer wieder auch von den sogenannten BRICS-Staaten, die da halt eben eventuell sogar ihre eigene Währung aufsetzen wollen gegenüber dem Dollar, die dann ja Gold hinterlegt wäre. Was halten Sie von solchen Vermutungen? Das sind schöne Märchen meiner Ansicht nach. Entweder ich mache tatsächlich eine Golddeckung in der Währung, dann heißt das, dass die Menge der Zahlungsmittel begrenzt ist durch das hinterlegte Gold.
damit habe ich keine Möglichkeit als Finanzpolitiker auf Steigerung der Wirtschaftskraft zu reagieren. Wenn die Geldmenge gleich bleibt und die Wirtschaftskraft steigt, kriege ich eine Deflation. Da würge ich meine Wirtschaft ab. Wenn ich eine Inflation habe, dann wird jeder in Gold gehen und ja, damit habe ich auch keine Möglichkeit zu reagieren als Politiker, als Zentralbank. Es sei denn, ich plane von vornherein ein, das, was die USA während der Golddeckung des Dollar zweimal gemacht haben, einfach den Goldstandard anzupassen. Und dann ist das kein Instrument, das dem Anleger hilft, aus der Inflation rauszukommen. Das heißt also, wegen der wirtschaftspolitischen Gefahren, die drin liegen, und wegen der Glaubwürdigkeitsproblematik, wenn ich Goldwechselkurswährung anpassen muss, halte ich das für schöne Überlegungen, die aber nicht Realität werden werden. Was denken Sie denn, wie sich die Edelmetallpreise Gold und Silber jetzt noch weiterentwickeln werden im Laufe des Jahres oder in der Zukunft? Also das sind zwei verschiedene Fragen. Im Laufe des Jahres ist spekulativ. Das hängt von Dingen ab, die vielleicht kurzfristig politisch passieren. Ja, Sie haben ja die geopolitischen Risiken angesprochen. Richtig, aber es könnte ja noch was anderes passieren. China-Taiwan, das ist die ganz große Frage, was passiert auf der anderen Seite der Welt. Wenn da es hochkocht, dann werden wir ganz schnell Preise jenseits der 3.000 US-Dollar für die Feinunze sehen bei Gold. Silber wird dann, weil die Produktion von Solarzellen ja überwiegend in China stattfindet, sehr schnell nach unten rauschen, weil die werden uns dann keine mehr liefern und auch keine Nachfrage mehr haben für das Metall. Die werden dann nur noch für den heimischen Markt arbeiten. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite, wo werden sie sich langfristig hin entwickeln? Auf jeden Fall nach oben. Schauen Sie her, ich habe, wenn ich Gold gekauft habe, eine gewisse Kaufkraft reingesteckt. Wenn ich es verkaufen soll, will, dann habe ich doch die Intention, die Kaufkraft, die ich reingesteckt habe, wiederzubekommen. Mit anderen Worten, der Stapel Geldscheine, die ich dafür bekomme, um mal im Bild zu bleiben, der muss größer werden, entsprechend der Inflation. Das heißt, eine inflationangepasste Kurssteigerung ist eigentlich nur eine optische Sache. Es sei denn, ich muss aus irgendwelchen Zwangslagen persönlicher Natur Gold verkaufen, dann verkaufe ich natürlich, egal zu welchem Kurs. Aber ansonsten will ich ja das, was ich reingesteckt habe, rausholen. Und genau das ist die Funktion von Gold. Nicht kurzfristig, sondern langfristig die Kaufkraft zu sichern, damit ich das, was ich erarbeitet habe, geronnene Arbeitsleistung, Geld, sichere gegen Inflation. Und insofern die Preise für Gold in Währung, egal welcher, bemessen werden, aufgrund der Inflation steigen.